Als die Corona-Krise kam, reagierte die Firma H&F Laserbeschriftungen in Breit bei Eichstätt schnell. Ein Laser in ihrer Produktion schneidet jeweils 10 Visiermasken aus. Auf jedes Visier kommt noch ein Stirnpolster und ein Klettverschluss und fertig ist der Visierschutz. Beim Niesen oder ähnliches bleibt die ganzen Viren und ja, die Feuchtigkeit bleibt ja quasi am Visier hängen. Und das kann man zum Schluss desinfizieren und reinigen wieder. Vor allem, wenn es im Sommer wärmer wird, seien sie sehr viel angenehmer als die Mund-Nasen-Masken. Die sind in Bayern derzeit noch verpflichtend vorgeschrieben, zum Beispiel im Supermarkt. Die Face Shields dürfen nur zusätzlich getragen werden oder freiwillig. Und so kaufen derzeit vor allem Lehrerinnen und Lehrer oder auch die Logopädin Andrea Holl aus Eichstätt für ihre Arbeit die Visiermasken. Für mich als Logopädin sehr wichtig, man kann meinen Mund erkennen. Man kann meine Mimik und Gestik erkennen. Ich kann eine gute Patientenbeziehung aufbauen. Allerdings betont sie, dass bei der Arbeit im medizinischen Bereich die Maske zusätzlich wichtig ist, wenn der Abstand gering ist. Ganz anders die Situation im Handwerk. Bäckermeister Thomas Hackner aus Geimersheim bei Ingolstadt kämpft gemeinsam mit seinen Kollegen für ein Ende der Maskenpflicht für seine Verkäuferinnen. Denn die Masken seien bei längerem Tragen eine Gesundheitsgefährdung. Also jetzt nach den ganzen Wochen, die wir es aufhatten, ist die einhellige Meinung. Also man kriegt wirklich schwer Luft. Es ist stickig, man kriegt Kopfschmerzen. Er würde gerne diese Visiermasken einsetzen. Doch das Bayerische Landesamt für Gesundheit lehnt das ab. Bei Visieren können sich Tröpfchen vor allem durch die großzügige Öffnung nach unten und oben nach wie vor leicht verteilen. Die relevante und notwendige Reduktion der Verteilung der Viren durch die Atemluft ist somit nicht gegeben und kein ausreichender Fremdschutz gewährleistet. Dr. Oswald Hollitzer, Arbeitsmediziner und Betriebsarzt der Bäckerei Hackner, wünscht sich, dass die Gefährdung der Ansteckung je nach Situation beurteilt wird. Da sehe ich praktisch völlig ausreichenden Schutz in solchen Betrieben wie Hackner. Die Mitarbeiter sind 1,5, 2 Meter vom Kunden entfernt. Sie haben noch eine Plexiglasscheibe und sie haben das Visier. Perfekt wäre es, so der Arzt, wenn man die Visiere noch unten und an den Seiten verbessern könnte. Die Unternehmer arbeiten bereits daran und hoffen auf Bewegung bei der bayerischen Staatsregierung. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger spricht sich bereits für Plexiglasscheiben und Visiere im Handel aus.